Ich verdiene mittlerweile 200 Euro passiv jeden Monat durch meine P2P-Kredite und habe dafür etwa 31.000 Euro investiert. Das ist ziemlich viel, aber auch wenn du etwas weniger investierst, kannst du von diesem Video hier viel lernen. Ich zeige dir ganz transparent, wo ich investiere, wie viel ich dort investiere und auch warum und wo ich manchmal ja etwas gegen den Strom hier schwimme, was meine Investments angeht. Und damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, schön, dass du heute zu diesem Sommer-Update von meinem P2P-Kredite-Portfolio eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir ja ganz transparent zeigen, wo ich bei all meinen Plattformen eigentlich wie viel, warum investiert habe und wie viel ich damit auch gleichzeitig an Zinsen pro Monat verdiene. Ich würde sagen, legen wir auch direkt mal mit dem Video los. Wenn dir diese Transparenz gefällt, lass mir gerne ein Like und Abo für mehr da, um kein Video zweimal die Woche zu verpassen, um deine finanzielle Bildung zu stärken und langfristig mehr Rendite zu verdienen. Los geht's also. Hier haben wir mal eine kleine Übersicht von meinem Portfolio, die ich bereits vorbereitet habe. Wie wir hier sehen, ein großer Teil von meinem Kuchen, mehr als 50% von meinem Portfolio sind hier in zwei Plattformen investiert. Einmal Bondora Go & Grow und einmal Estate Guru. Hier haben wir einmal 9.583 Euro investiert, wie wir hier sehen. Und 8.615 Euro. Das heißt, ich habe hier nicht den Ansatz der Diversifikation bei P2P-Krediten. Also ich habe schon viele Plattformen dabei, aber mein Investment konzentriere ich aktuell wirklich auf diese zwei Plattformen hier, da ich großes Vertrauen in die langfristig habe, auch wenn Estate Guru Probleme hat aktuell. Über die habe ich auch in diesem Video hier ausführlich gesprochen mit den Kreditausfällen. Aber die stagnieren und sinken auch wieder. Und ich glaube einfach langfristig an Estate Guru. Wenn ich damit falsch liege, tja, dann verliere ich hier einen Teil von meinem Investment und dann hafte ich auch damit sozusagen, ist ja mein Geld, was hier drin liegt. Von daher, das möchte ich hier nur mal gesagt haben. Also ich kann mit den Einschätzungen hier auch falsch liegen und dann hafte ich mit meinem Kapital und deswegen habe ich das Interesse, hier keine falschen Entscheidungen möglichst zu treffen. Gut, und dann den Rest, die zweite Hälfte vom Portfolio, die ist relativ breit aufgeteilt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an mit der ersten Plattform und das hier ist Via Invest. Via Invest ist eine Plattform für Konsumkredite der Via SMS-Gruppe. Ich habe hier nur einen relativ kleinen Teil von meinem Portfolio investiert, 1.150 Euro. Aber Via Invest hat mich jetzt bestärkt, dass ich hier in den nächsten Wochen und Monaten das Investment verdoppeln werde, ca. 2.300 Euro, einfach aufgrund von der Performance, die Via SMS-Gruppe aktuell hat. Ihre ungeprüften Zahlen zeigen ja einen Verlust, wie in meinem letzten Quartalsupdate auch gezeigt. Wenn die jetzt noch geprüft werden, dann fließt hier mehr Geld hin. Und zu allen Plattformen, über die ich heute spreche, habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung natürlich meine Erfahrungsberichte verlinkt, wo du dann nochmal ja alles im Detail siehst zu den Plattformen. Und auch die Bonusaktion selbst, wo du nochmal einen Bonus obendrauf bekommst, wenn du dich hier anmeldest und investierst, den du bei der normalen Anmeldung nicht bekommst, unten in der Videobeschreibung. Also Via Invest 1.150 Euro. Ich verdiene hier ca. 12 Euro pro Monat an Zinsen. Das ist jetzt nicht so viel, aber immerhin etwas. Kleinvieh macht ja auch Mist. Ich bin hiermit hochzufrieden. Es gab keine Probleme, auch während Covid und Co. nicht. Und ja, das Investment wird hier sehr wahrscheinlich ausgebaut. Genau, dann kommen wir mal zur zweiten Plattform, Estate Guru. Wie gesagt, hier hatten wir Probleme mit den Kreditausfällen. Ich habe jetzt 9.583,90 Euro investiert. Im Zeitplan davon sind aber nur 5.800 Euro. Ein großer Teil, 3.044, ist hier in Einholung. Und 98,26 Euro sind teilweise eingeholt bei Krediten. Also das ist wirklich aktuell nicht gut. Circa 30% von meinem Portfolio sind hier im Verzug. Damit bin ich auch nicht zufrieden, aber trotzdem habe ich bereits 1.150 Euro hier Zinsen verdient und ein paar Strafen auch habe ich verdient für verspätete Kredite. Damit bin ich ganz zufrieden, würde ich sagen. Das Investment hier werde ich auch weiter ausbauen tatsächlich, weil ich einfach langfristig an Estate Guru und an Kredite mit hinterlegten Sicherheiten hier glaube. Vielleicht liege ich damit falsch, ja, aber dann hafte ich auch hier mit meinem eigenen Kapital. Genau, die zweite große Plattform ist Bondora Go & Grow. Hier bin ich mit 8.617 Euro aktuell investiert. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend hier. Das läuft geräuschlos. Mein Ziel ist relativ groß, 100.000 Euro. Ich kann es jetzt nicht markieren, aber man sieht es ja, 100.000 Euro ist hier das Ziel vom Portfolio. Ich denke mal, Bondora Go & Grow werde ich langsam ausbauen. Und hier verdiene ich auch dadurch, dass ich viel investiert habe, einiges an Zinsen. Und mein Stuhl sinkt hier etwas.
Ich glaube, ich muss mir bald mal einen neuen kaufen. Wir können hier direkt mal reinschauen in die Zahlungen. Hier habe ich schon die Zinsen vorausgewählt und hier habe ich im Juni leider keine Zinsen eingetragen. Die stellen den roten Balken 2023 dar. Deswegen orientieren wir uns jetzt am Juli und teilen diese Werte einfach durch 2. Wir sehen hier jetzt bei Bondora Go & Grow 101,17 Euro. In 2 Monaten habe ich also verdient. Das heißt, pro Monat verdiene ich hier ca. 50 Euro. Das ist ganz attraktiv. Wir können hier auch mal reinschauen in die Kontoauszüge. Es lädt jetzt im Moment, genau, und dann verdiene ich hier 1,54 € pro Tag aktuell, manchmal auch 1,55 €. Das sind halt hier die Rundungen. Genau, damit bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Als nächstes haben wir hier Monefit. Monefit, ja, da haben viele gesagt im letzten Quartalsupdate, ich habe sie zu gut bewertet, weil die Plattform ja noch gar nicht so alt ist, auch wenn die Mutter Credit Star Gruppe sehr alt ist. Das kann man so bewerten, wie man möchte, muss ich sagen. Vielleicht habe ich sie hier etwas zu gut bewertet. Ja, gebe ich ganz selbstkritisch zu. Aber man lernt ja auch immer dazu und das Feedback von euch ist mir ganz, ganz wichtig, muss ich sagen. Hier habe ich 1840,91 € investiert, verdiene hier 7% Zinsen pro Jahr. Mit Zinseszins sind dann das Ganze 7,25%. Hier kann man auch nichts machen, außer abheben und Geld einzahlen, genauso wie bei Bondora Go & Grow. Wenn wir hier mal, ich muss mich jetzt nochmal anmelden, okay. Wenn wir hier nochmal schauen, dann sehen wir, hier verdiene ich aktuell 35 Cent pro Tag. Das Investment ist deutlich kleiner als bei Bondora Go & Grow, die Zinsen eben auch. Aber wenn ich hier gleich viel investieren würde, wären die Zinsen etwas höher sogar. Ich finde es ein sehr attraktives Investment. Hier werde ich auch weitermachen, es wird auch ausgebaut. Tendenziell wird es auch hier auf das Niveau von Bondora Go & Grow dann hochgehen letztlich, wie viel ich hier investieren möchte. Also Bondora Go & Grow soll so auf 10.000 Euro perspektivisch kommen, Monefit genauso. Genau, und danach haben wir Income Marketplace. Hier bin ich mit 2.756 Euro investiert und verdiene hier auch Zinsen. 13,76%, also nochmal deutlich, deutlich mehr als eben bei Monefit und Bondora Go & Grow. Dafür hat man hier auch keine Auszahloption, dass es direkt geht, sondern man muss wirklich warten, bis die Kredite dann auslaufen. Wir können hier auch mal in meine Investitionen schnell reinschauen und wir sehen hier die Laufzeiten. Hier haben wir jetzt ganz viel Dana Rupia, sind 2 Monate und 23 Tage, also circa 3 Monate. Das sind relativ kurzfristige Investitionen zu einem Zinssatz. Wir zoomen mal rein von 15% aktuell und das letzte Investment war auch direkt heute. Also hier habe ich eine ziemlich hohe Konzentration auf wenige Kreditgeber, aber trotzdem bin ich aktuell ziemlich zufrieden damit. Es läuft einfach sehr gut für mich, muss ich sagen. Und die Sicherheitsstruktur wird sich noch zeigen, wie gut sie dann am Ende ist, ob sie besser als bei Mintos ist. Aber wir springen nochmal hier zurück. Ich habe hier also die 2.756 Euro investiert und in den letzten 2 Monaten habe ich damit Zinsen verdient in Höhe von, na, wo haben wir Income? 61,80 €. Also ja, 30,50 € pro Monat, 30 Euro, ja, was sind das? Bisschen über 30 Euro pro Monat verdiene ich hier mit dem Investment von 2.756 Euro, einfach weil die Zinsen so hoch sind. Genau. Dann kommen wir zu Mintos. Aha, hier bin ich schon wieder ausgeloggt, das geht ja schnell. Genau, hier sehen wir, dass ich deutlich weniger investiert habe als bei Income. Knapp ein bisschen mehr als die Hälfte, 1.651 Euro und das hat einen großen Grund. Ein großer Teil von meinem Investment, 628 Euro hier, sind überfällig und nur 950 Euro sind tatsächlich investiert. Hier verdiene ich auch Zinsen. Gucken wir mal rein, wie viel das pro Monat ist. Hier im Mintos, da haben wir 44,75 €, also ja, 22 Euro pro Monat circa, die ich hier an Zinsen verdiene. Klicken wir mal auf die Überfälligen, weil das ist doch ganz schön viel. Da sehen wir hier sehr schön, eigentlich hatte ich 2020 und 2021 keine Probleme, aber als dann eben der Krieg gegen die Ukraine in Russland losging, da sind diese Werte hier nach oben geschossen von vorher circa 111 Euro auf dann auf einmal 1000 Euro, die überfällig waren, also verzehnfacht wirklich, wie in meinem letzten Quartalsupdate gesagt. Bei Mintos, ja, das läuft einfach, wenn die Weltwirtschaft boomt, aber in Krisen kriselt's und hier sieht man es meiner Meinung nach sehr gut. Hier wurde dann einiges auch zurückgezahlt über die letzten Monate, hat sich jetzt gesenkt, aber stagniert aktuell seit Mai ein bisschen.
Jetzt sind noch 628 Euro überfällig. Hier haben wir aber einige Kreditgeber, viele russische einfach. Okay, das ist ein bisschen blöd, dass es so markiert wird. Viele russische, einen ukrainischen Kreditgeber, nee, zwei. Genau, und da kann es dauern, bis der Krieg vorbei ist, bis man hier wirklich wieder Geld sehen sollte. Und ein Teil von diesem Geld ist sicherlich auch verloren. Genau, machen wir aber jetzt mal weiter mit dem nächsten Investment, und zwar Lande. Das ist was ganz anderes. Agrarkredite haben wir hier und Agrarkredite mit schönen hohen Zinsen, muss man auch sagen. Wir können uns mal das hier anschauen bei meinen letzten Anlagen. Das ist hier ein Kredit in Höhe von 32.000 Euro mit einer erstrangigen Hypothek. Und der Kreditnehmer baut eben, oder baut nicht, er betreibt Viehzucht und hat dann auch Felder seit 19 Jahren und insgesamt 300 Hektar Land. Und mit dem Kredit wird eben eine neue Maschine hier finanziert. 12% Zinsen, Loan-to-Value, also Beleihungswert von 59%, und über 3 Jahre geht die Finanzierung mit monatlichen Zinszahlungen, und am Ende kommt dann, oder jährlich kommen dann die Tilgungszahlungen, genau. Ganz spannend finde ich Lande eigentlich. Es läuft sehr gut. Ich habe hier 1730 Euro investiert. Das wird auch noch hochgeschraubt. Das ist ja auch ein relativ kleiner Teil von meinem 31.000 Euro Portfolio. Und damit verdiene ich noch nicht so viel Zinsen, muss ich sagen. Wir können hier mal direkt reinschauen. Lande, genau 19,46 Euro, also knapp 10 Euro pro Monat an Zinsen verdiene ich hier. Dafür, dass ich doch ein bisschen mehr investiert habe, 1730 Euro, verdiene ich relativ ähnliche Zinsen wie hier, 1.100,50 Euro. Wir können das mal mit Via Invest vergleichen. Genau, 12 Euro sind es bei Via Invest und 10 Euro nur bei Lande, obwohl ich dort deutlich mehr investiert habe. Hier merkt man einfach, es dauert ein bisschen, bis die Zinszahlungen hier losgehen, bis die Kredite ausgeschüttet werden. Also Konsumkredite zahlen tendenziell mehr Zinsen, aber solche Agrarkredite sind eben sicherer. Hier werde ich auch noch mal ein bisschen mehr investieren. Genau. Danach haben wir Konkurrenten Heavy Finance, hier habe ich ein bisschen weniger investiert, 1.323 Euro, auch Agrarkredite, die hier finanziert werden. Wir können hier gerade mal gucken auf dem Primärmarkt, was es aktuell gibt. Dieser Kredit, in den hier habe ich unter anderem investiert, hier gibt es einmal 12% Zinsen und einmal 14% Zinsen, Laufzeit von 12 und 24 Monaten, schauen wir uns die mal an. Vielleicht erstmal diesen Kredit hier, und hier wird jetzt eine Farm finanziert, seit 2002 wird die betrieben, und wir haben nur 25 Hektar, also das ist ziemlich klein, von dem Besitzer auch nur 15, und hier wird Winterweizen angebaut und 15 Vieh, Rinder werden hier sozusagen gehalten. Wenn wir uns das Portfolio mal genauer anschauen, dann sehen wir, ich verdiene hier aktuell 12,36% Zinsen. Und das ist ein Problem bei Heavy Finance, ich kann aktuell nur in Litauen investieren und nur dort, weil ich mich eben, ich meine, es war über Lemonway angemeldet habe und nicht über Paysera. Genau, ich habe mich bei Lemonway angemeldet und nicht bei Paysera. Über Paysera kann man in alle Kredite in der Europäischen Union investieren, die hier eben verfügbar sind. Bei Lemonway aus irgendeinem Grund, den mir die Plattform auch nicht erklären kann, das sind hier irgendwelche Geldwäschegesetze, die bei Lemonway anders sind als bei Paysera, kann man dann nicht außerhalb von Litauen investieren, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ist eine gute Plattform, aber das ist ein Problem. Hier müsste man sich also einen zweiten Account machen oder direkt über Paysera registrieren. Habe ich aber nicht gemacht. So lernt man teilweise auch aus Fehlern. Das wird einem auch im Anmeldeprozess nicht gesagt. Insgesamt bin ich aber zufrieden damit. Viel Zinsen habe ich mit Heavy Finance aber noch nicht verdient. Schauen wir mal rein. 16,38 Euro. Das heißt, etwas über 8 Euro verdiene ich hier pro Monat. Nicht besonders viel für das Investment, weil ich hier getätigt habe, weil es eben auch dauert, bis man dann tatsächlich auf diesen Zinssatz hier kommt, der einem angezeigt wird im Portfolio. Wir können es nochmal hier sehen. Im Portfolio werden mir 12% angezeigt. Tatsächlich ist dieser Zinssatz geringer, weil es hier eben einen Cash-Track gibt. Danach haben wir Twino. Hier investiert man in Konsumkredite, 933 Euro. Und damit bin ich auch recht zufrieden. Es ist eine ziemlich geräuschlose Plattform, wie im letzten Quartalsrating auch gesagt.
Und wir haben hier Zinsen von 13,28 €, das heißt ja ein bisschen über 6,50 € pro Monat. Relativ kleines Investment, relativ kleiner Ertrag, muss man hier auch sagen. Twino, das wird erstmal nicht erhöht, dieses Investment. Das bleibt erstmal so, wie es ist, werde ich hier weiter beobachten. Danach machen wir weiter mit Swapper. Das ist eine Plattform, ja, über die ich nicht mehr spreche in meinen Quartalsrankings, weil sie mir zu intransparent sind tatsächlich. Hier kann man richtig gute Zinsen verdienen, bis zu 16% pro Jahr. Ich muss sagen, ich bin damit auch zufrieden, was die Zinsen angeht, aber die Transparenz ist halt Katastrophe, muss man sagen, wirklich Katastrophe. Ich habe hier tatsächlich vor ein paar Monaten erst richtig mitbekommen, dass die Swapper-Plattform verkauft wurde 2020 von ihrer Muttergesellschaft OneDo Finance an jemand anderen, aber es wurde eben kaum kommuniziert. Gleichzeitig veröffentlicht man hier auch keine Jahresabschlüsse von der Mutter OneDo Finance und der ganze Laden ist mir einfach zu intransparent geworden. Ich habe hier noch Geld investiert, wir können jetzt auch mal direkt reinschauen. Aber das ist eben nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ich habe hier noch 657 € investiert, 283 € davon sind Zinsen. Also ich lasse hier vor allem die Zinsen und noch ein Investment für mich arbeiten, aber ja, sonst mache ich hier eigentlich nichts. Rendite von 15,7%, also wirklich, wirklich hoch. Ja, aber sonst mache ich hier aktuell nichts mehr. Sind mir zu intransparent, wenn du hier trotzdem investieren willst, einfach weil man sich super hohe Zinsen sichern kann. 16% sind aktuell möglich. Wir können hier mal in meine Investitionen reinschauen. Genau, hier sehen wir es auch, Zinssatz. Na, nee, ich will es nicht verkaufen. Hier Zinssatz 16%. Genau, und die Kredite laufen hier auch nur 30 Tage. Kann man machen, ist aber ein High-Risk-Investment. Mit dem Link unten in der Videobeschreibung bekommst du dann auch die 16% statt 14%, was eben der Standard ist. Genau. Dann will ich nochmal über ein paar weitere Plattformen hier reden, unter anderem Robocash. Hier bin ich auch investiert. Allerdings muss man sagen, habe ich hier mein Geld mittlerweile komplett rausgezogen. Total Funds 0 €, wie wir sehen, Earned Interest 21 € und dann gibt es noch so ein paar Bonussachen. Aber hier haben wir aktuell keine Investments mehr und wir sehen auch hier warum. Wir sehen hier Issued 2022 am 7. Februar war hier der letzte Kredit, den ich gekauft habe. Oder am 8. Februar und der ist dann jetzt ein Jahr später abgelaufen. Hier Term 365 Tage. Hängt einfach damit zusammen, ich habe hier mein Investment komplett eingestellt, da Robocash eben stark vom russischen Kreditmarkt abhängig ist. Die gesamte Gruppe, auch wenn man hier in die Kredite aus anderen Ländern investiert. Wir haben jetzt hier Singapur unter anderem, aber trotzdem. Ja, möchte ich hier einfach nicht weiter investieren, wenn eine große Abhängigkeit von Russland besteht. Vor allem nicht, wenn die Zinsen hier aktuell so niedrig sind. Wir können hier mal reinschauen, obwohl, ja, wir haben ja hier nur das Auto-Invest, stimmt. Aber die Kreditzinsen zeige ich dir mal hier an. Also die sind wirklich niedrig dafür, dass man hier ein sehr, sehr großes Russland-Risiko mit dabei hat. Deswegen bin ich hier raus. Danach haben wir nochmal Peerberry. Hier bin ich auch fast nicht mehr investiert. 1 € ist noch drin. Ich habe es im letzten Quartalsupdate erzählt. Ich vertraue ihnen einfach nicht so viel, auch wenn sie bei der Ukraine und bei den russischen Krediten circa 80% zurückgezahlt haben. Ich blende es hier auch mal wieder ein. Trotzdem ist das einfach nichts für mich, einfach weil der Umgangston. Ja, das bekommt man in der Öffentlichkeit nicht so mit, aber hinter den Kulissen nicht so schön ist, wenn man Kritik an Peerberry übt. Und aus dem Grund investiere ich hier jetzt auch nicht mehr. Einfach zu intransparent, zu unfreundlich. Und dann habe ich andere Stellen, an denen ich investieren kann. Ich verfolge das hier weiter sehr aufmerksam. Man kann ja auch hier weiter investieren, aber die Zinsen sind eben auch nicht gut, wenn man das mit der Intransparenz und der Unfreundlichkeit hier mit einbezieht. Man bekommt hier so 9 bis 11% meistens raus. Jetzt sind hier nur Kredite für 9% gelistet. Das muss ich nicht machen und dann lasse ich es einfach. Genau, aber so sieht aktuell mein Portfolio aus. Wir haben hier also Bondora, Go & Grow und Estate Guru. Dann haben wir Income, Monefit, Lande, Mintos, Heavy Finance, Via Invest, Twino, Bondora Portfolio Pro habe ich auch noch. Sowie Swapper und Quico, da habe ich noch ein paar Euro drin liegen. Auch wenn der Rest, ja, hier steht jetzt 71 €.
Aber den Rest habe ich schon abgezogen, bevor es dann die großen Probleme gab bei denen. Genau, so sieht mein Portfolio aus. So nochmal in Blöcken. Ich habe auch noch ein paar kleinere Investments unter 500 Euro, die ich jetzt nicht in Portfolio Performance eingetragen habe, wo ich andere Plattformen weiter verfolge. Aber das hier sind jetzt meine größeren sozusagen in Anführungsstriche. Und insgesamt sind das eben 31.000 Euro, die ich hier investiert habe. Für, wir sehen es nochmal hier, 394 Euro Zinsen in 2 Monaten. Aber manchmal schwankt das eben ein bisschen und das ist hier normal, aber viel schwankt es nicht. Also ca. 200 Euro pro Monat habe ich hier an Zinsen. Vor allem, wenn jetzt die neuen Investments in den nächsten Monaten noch dazukommen, wird das ganz schnell auf die 300 Euro auch pro Monat gehen. Genau, so sieht also mein Portfolio aus. Das habe ich jetzt transparent mit dir geteilt. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Falls ja, lass mir einen Daumen nach oben da und sag mir unten in den Kommentaren, was du zu meinem Portfolio denkst und wie du vielleicht auch investierst. Ist mein Estate-Guru-Anteil zu hoch? Die meisten werden sagen, ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich glaube, langfristig kann sich das lohnen. Man muss jetzt nicht mit dem Investieren dort anfangen, aber ich bin langfristig davon überzeugt. Schauen wir mal, was am Ende die Rückholungen aus Deutschland wirklich bringen werden und was auch nicht. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Damit wünsche ich dir eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.